Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors! Hey, yay! Es wird Zeit, eine neue Stufe 2 Waffe freizulegen. Dafür müssen wir allerdings erstmal suchen. Wir brauchen eine Bombe. Vor allem brauchen wir die Lyra der Göttin. Ja, da vorne sind Schmetterlinge. Dafür sind Shika-Steine erschienen und es sind Feinde erschienen. Ah ja. Die es vorher nicht gab. Außerdem müssten wir hier oben bomben müssen. Wieso? Sollte richtig sein? Ja. Boom. Wieso mussten wir jetzt da unten noch mit der Lyra spielen? Was hat das denn freigeschaltet? Dass überhaupt Feinde auf der Karte sind, sonst hätten wir die Mission gar nicht spielen können. Ah ja. Sonst hätte hier gestanden, es sind keine Feinde sichtbar, suche sie. Ah ja. Ja. Interessantes Konzept. Ja. Ja, wir sehen, es ist der Taktstock des Windes, Stufe 2, nachdem wir letztens ja erst den Stufe 1 Taktstock freigeschaltet haben. Es ist auch das Blitzelement empfohlen, was auch die des Taktstockes wäre das Element, aber da wir da immer noch nur eine 80er Nichtswaffe für haben, werde ich trotzdem nicht benutzen. Ja, das ist nicht unbedingt empfohlen von unserer Seite aus. Und da der Kopierschirm immer noch unsere beste Waffe ist, werde mit ich den... Mit 364. Kopieren wir noch ein bisschen. Kopieren wir noch ein bisschen. Außerdem hat er Materialbonus. Ich meine, Materialbonus, er hat ist immer Materialbonus. Ja. Da kann man relativ wenig gegen sagen. Was kann man sich Schöneres wünschen, ne? Ja. Das heißt, ich habe mal wieder frei Auswahl. Ich nehme mal wieder Agneta. Tu das. Agneta ist auch schon wieder eine Weile her. Was haben wir denn hier? Starker Angriff plus, Blitzbonus. Ne, hier ist Erfahrung plus drauf, das nehmen wir definitiv. Ja. Dann kann ich mal wieder ein paar Herkuleskäfer in den Kampf beschwören. Wieder einmal Ziel des Abenteuermodus. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, diese. Ja, mit Ruto, die uns immer noch empfohlen wird, freizuschalten. Ja, genauso wie die Krafthandschuhe, die uns noch angeboten werden, freizuschalten. Ja. Fortsetzen, auf in die Mission. Oh ja, da haben wir was zu tun. Oh, guck mal, Ranel-Schluch, schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem so selten gesehen im Spiel. Übliche Mission. Ich bin der Green Pfeil, okay, ich bin da unten. Ich bin hier direkt vor einer gelben Festung, die ich einnehmen möchte. Außer mit Gebrüll. Käfer zum Angriff. Ja. Ich weiß nicht, damals relativ lange gebraucht habe, um hier in Aren drin zu wohnen alleine. Kann ich mir gut vorstellen bei so riesigen Missionen. Würde ich wahrscheinlich auch länger brauchen, um Aren zu kriegen. Ja, vor allem, weil wir hier wieder zwei unterschiedliche Truppen haben, wo es dann eben wieder ist, wenn du die eine Truppe angreifst und die andere Truppe stärker und dann rennst du zurück zu deinem Hauptquartier, um die vor den gestärkten Truppen zu bewahren und dadurch stärkst du dann wieder die andere Fraktion und es wird unglaublich ärgerlich nach einer Weile, weil du einfach die ganze Zeit immer nur deine Gegner immer stärker machst. Das kann ich mir vorstellen. Killen wir erstmal die Gelben? Ja. Sieht mir sinnvoll aus, erst die Gelben zu erledigen. Ja, man spawnt so direkt vor den Gelben. Ja, deswegen. Ich habe damals, um den Aren sich zu bekommen, erst die Roten getötet, weil wenn du alleine spielst, die Roten dann einfach nur nerven. Aber kann ich mir gut vorstellen, aber ich lasse die Roten da mit erstmal in Ruhe, ne? Ja. Damit du die Gelben nicht dabei noch stärkst. Die Botenrückenform verstärkt sich. Ich schätze mal, die sollten wir trotzdem erledigen, falls möglich. Was läuft denn hier unten herum? Da ist irgendwas. Ach, das ist Pyroma. Pyroma mit Stärkung. Das ist aber ganz ungünstig. Ja, das ist deren Hauptmann von den beiden Hauptmännern, die mich im Moment angreifen soll. Das ist also unser Missionsziel quasi. Ja, im Moment. Aber ich habe das Missionsziel gerade schon gemacht, indem ich den Feuerreif aus der gestärkt war, hier unten gefühlt habe. Okay. Ich kümmere mich hier vorne so lange mal um einen Mumientypen. Ja, tu das. Ein Gypto. Gypto, genau. Ja. Ein Gypto-Boten, um genau zu sein. Ja. Aber es ist so schön, schon drei Spezialangriffsleisten zu haben, dank Maske der Ringe Gottheit Gold. Ja, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Ja. Ein Flucht eines Teils der anderen Truppen ließ Volga stärker werden. Oh, nervig. Gegner stärken. Volga rückt als nächstes Richtung Hauptquartier vor. Aber wieso sind denn jetzt die anderen geflüchtet? Ja, weil ich den Feuerreif von den anderen getötet habe, von den Gelben. Ja, aber ist Volga nicht bei den... Nein, Volga ist bei den Roten. Achso, okay. Was ist Volga denn? Volga ist über unserem Hauptquartier rechts in der Basis gewesen. Ah, okay. Der rennt jetzt Richtung Hauptquartier zu. Stand da zumindest. Hier unten sind einfach unglaublich viele auch moral erhöhte Gegner von den Gelben. Ich weiß nicht, warum die alle moral erhöht sind. Und da ist scheinbar schon mal mein Herz, hallo, mein Herzcontainer. Kann ich drücken, oder? Warte. Lass mich mal kurz aus der Reichweite gehen, jetzt. Okay. Dadunk! Wir wollen nicht, dass du mitten in den moralhöhten Gegnern stehst. Ja, vorhin war gerade in Gypto und das wäre jetzt ganz ungünstig geworden, wenn du mich da hättest anhalten lassen. Ja. Ich bin nur Agneta. Ja, ich habe ein Herzteil gefunden, sammle 4. Agneta steht nicht gerne frei in gegnerischen Einheiten. Ja. Schmetterling, go! Das stimmt wohl. Ich finde es halt nur persönlich immer praktischer, wenn man sich eben erst um eine Armee komplett kümmert, es die nicht mehr gibt und man sich dann um die andere kümmern kann. Das ist einfach angenehmer. Ja, das ist kein Wunder. Und da ist ein goldener Schweißfeuerreif, was wunderbar. Ja.
Ich kümmere mich währenddessen mal um das Hauptquartier der anderen. Ich bin auch gerade hier. Hi. Hi. Und kannst du dich ja gleichzeitig auch um den Feuerreifers kümmern, überlasse ich den dir jetzt. Ja, wo auch immer der gerade ist. Recht hinter dir. Ist er. Ich konnte ihn für einen Moment nicht anvisieren, deshalb. Dann werde ich so lange weiter zurückgehen und mal gucken, was da vorne gerade alles abgeht. Ein paar Roma scheint aufzubauen. Ja, ihr könnt sich vor unserem Hauptquartier mal um die ganze Menge an Gegnern töten. Da müsste irgendwie so ein gestärkter Volga und so ein paar Roma und so drin. Auf dem Weg zum Hauptquartier finden und so. Ja, hier ist gerade generell die Hölle los. Autsch, also erstmal den Boten hier erledigen. Der in unserem Quartier vorne steht. Ja. Die anderen werden ja auch von dem Goldschweiß-Feuerreifers angeführt. Ich weiß noch nicht, warum, ob es so clever ist, sich einen Feuerreifers als Anführer zu nehmen, aber. Gut, es sind Bockblinds, ne? Was wollen sie sich sonst nehmen? Willst du von den armen Bockblinds erwarten, ne? Die haben nicht so eine gute. Entscheidungsgabe. Ja. Opa Roman nimmt aber ordentlich Schaden durch meine Angriffe, muss ich sagen. Ja. Zugegebenermaßen bin ich auch Lichtelementar gegen ihn. Ja, man könnte meinen, dass sie sich zumindest, weiß ich nicht, einen Goldschweiß-Moblet aussuchen würden. Slowdown! Der Kopierstab ist auch wieder so aufwendig, was Animationen angeht, weil du noch die andere Statue dabei rumlaufen hast, die Animationen braucht. Das war gerade eine sehr tödliche Kombo, die ich gegen Paroma benutzt habe. Also es ist tatsächlich sehr nützlich, wenn du die Käfer beschwörst und dann deine Spezialattacke hinterher setzt, weil die Gegner dann in dem Käfer stehen bleiben müssen. Ja. Fies. Aber nützlich. Jetzt haben wir hier noch einen moral erhöhten Moblin. Fai ist im Bedrängnis in unserem Hauptquartier und wenn Fai stirbt, haben wir verloren, von daher... Ich renn mal eben rein. Die Wahrscheinlichkeit ihres Ablebens ist signifikant gestiegen. Ja. Gucken wir mal lieber, was hier drin eigentlich gerade abgeht. Scheinbar habe ich aus Versehen den Festungskommandanten hier drin getötet. Oh, es ist Volga, der hier drin rumspringt mit Moralerhöhung und viel Tod und so weiter. Verderben. Und Moblins auch. Ja, also es ist generell Party hier drin. Ja. Wir wissen, Feuer-Eralfos tot. Es hat ein bisschen Wind reinzusetzen in das Ganze. Das heißt, die anderen sind schon mal besiegt, die sind schon mal erledigt. Ich komme jetzt auch ins Hauptquartier und komme helfen. Volga ist mit Abstand mein absoluter Hassgegner von den... nicht so großen Bossen. Von den spielbaren Charakteren. Ja, als Gegner. Ich weiß nicht wieso, aber ich lass mich immer von dem erwischen. Der springt irgendwie so viel rum. Ich denke, das ist das Problem. Außerdem hat er so weitreichende Angriffe. Ja. Oh, ein bisschen Baseball spielen, mal ein paar Gegner clearen. Klingt gut. Ich hole so lange ein paar Käfer und benutze auch mal meine Spezialattacke. Ist schön, dass der Kopierstab einfach so unglaublich viel gleichzeitig treffen kann. Ja. Mineta hat Paroma besiegt. So ungefähr vor einer halben Stunde. Gefühlt. Ja, du kennst doch dieses Spiel. Ja, mit anderen Dingen erstmal beschäftigt. Aber für eine ordentlich lange Zeit dieses Mal. So, komm, stimmt. Du hast überhaupt keine HP mehr. Dankeschön. Bei dem Moblin hier schon mal los. Silbermaterial erhalten. Das waren zwei Hammerschaden. Und dann noch Volga da hinten. Guck mal, meine Spezialattacke raus. Das ist leider mitten in meiner Combo getan, weshalb Volga leider rausgeschlagen wurde. Ja. Jetzt kommt meine Spezialattacke. Und Volga ist tot. Ich hole so ein paar Käfer dazu, alles klar. Volga ist noch durch den kompletten Raum geschleudert worden von der Attacke. Ich liebe diese Baseball-Attacke. Die ist so total übertrieben. Das stimmt wohl. Hier draußen kommen schon wieder zwei riesen Moblins. Lustige Viecher. Ich kümmere mich erstmal um die einzelnen Gegner hier in dem Hauptquartier. Weil sonst so ein Hauptquartier trotzdem einfach sterben würde, auch wenn keine starken Gegner hier drin sind. Naja, das ist Moralehöhe, nicht klar. Wir sind nicht nur Moralehöhe, es sind einfach nur normale Stahlkinder, aber solange halt die Stahlkinder hier drin sind, spawnen dann teilweise einfach unsere Leute nicht nach. Arsch. Und dann sinkt das Hauptquartier einfach immer weiter und weiter und weiter. Ich finde es übrigens schön, das habe ich auch dabei schon festgestellt, der eine Bote hängt da oben immer noch an der Kante fest, der kann da einfach an der Kante nicht vorbeilaufen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich mich nicht wirklich um den kümmern muss, wie es aussieht. Ja. Der ist irgendwie schlecht programmiert gewesen, der Laufweg. Schmetterling Smash. So, jetzt scheinen endlich mal doch ein paar Goron hier drin zu spawnen. Während wir beschäftigt waren, wurde schon wieder eine unserer Städte wieder zurückerobert. Das ist ja nicht so schlimm, solange so Hauptquartier nicht übernommen wird. Das ist ein Stoßtotentrupp. Nichts wirklich Interessantes also. Ja. Ja, ich suche ja immer noch meinen Herzungstäner. Festungskommandant wurde wieder gesichtet. Herzungstäner muss noch irgendwo sein. Ja, da oben sind ja auch noch Feste, die wir nicht eingenommen haben, also werden wir gleich schon auftreiben. Ja, ich glaube hier die Ostfestung hat Norden nicht eingenommen. Ja, dann begebe ich mich mal in das höhere Stockwerk, während du da rechts kämpfst. Ja, ist ja nicht so, als bräuchte ich Hilfe, eine einzelne Basis einzunehmen. Ist nicht so, als bräuchtest du generell Hilfe in dieser Mission eigentlich, mit deinem Kopierstab. Ja. Du zeigst deine bemerkenswerte Kampfkraft. Es ist irgendwo schon gemein, dass man jetzt
mit, gerade so unter anderem mit Zelda eben Level 3 Waffen haben kann, obwohl man sie eigentlich noch nicht haben sollte. Gut, wenn du das nicht hättest, hättest du halt das Master Schwert. Ja, ich ja nicht. Ich müsste ja mit Zelda spielen in der Mission. Das ja, meine ich gut. Halt damit. Ich kann halt trotzdem Level 3 Waffe nehmen, wo ich halt normalerweise maximal Level 2 Waffe haben sollte. Ja, gut. Schon ein Unterschied, man merkt den auch schon. Ich bin auch schon bei 700 Kills, also um die 1200 Sword brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Ist aber jetzt nicht so, dass wir irgendwie irgendein Feature dieses Spiels benutzt hätten, das in irgendeiner Weise ein Cheat wäre. Nee. Das stimmt wohl. So nur, dass das Spiel meint, bis der DLC draußen ist, haben die sowieso schon alle Level 3 Waffen. Dann macht das nichts mehr, wenn ich dann neue Level 3 Waffen auch direkt von Anfang an für die Woche. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, hey, vielleicht kaufen sie dann die Amiibos, damit sie schon Level 3 Waffen haben können. Oder vielleicht kaufen sie sich den DLC, um schon Level 3 Waffen haben zu können. Ja. Und irgendwie sowas in der Richtung. Und Marketing und so. Ja. Hey, du hast eine Truhe gefunden, wie ich sehe. Ich scheine meinen Herzcontainer gefunden zu haben. Das ist sehr schön. Ja. Das war gerade verhindert, dass ich den letzten Schlag in den Festungskommandanten gemacht habe. Oh, tut mir leid. Ich habe richtig gesehen, wie mein Schlag durch ihn durchgeflogen ist und nichts getan hat. Kling, du hast einen Herzcontainer erhalten. Yay. Ja. Welche Überraschung. Sehr schön. Und Agnetha hat den Westruinenraum erobert. Ja. Meinst du, ich soll mal den Boten töten? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So, ich gehe mal den Boten töten, der steht da ja. Der kommt jetzt hinter dir hergelaufen. Oder auch nicht. Der hat sich wieder hier in die Ecke gestellt. Und schämt sich. Der hat sich auch zu schämen, der Bote. Ja. Oh nein, ich wurde tatsächlich von ihm erwischt. Hättest du daraufhin jetzt Gift um sich rumgespuckt, von daher habe ich meine Spezialattacke benutzt. Weil, das sehe ich nicht ein. Weil, warum nicht? Keine Lust mit Gift angespuckt zu werden, noch HP zu verlieren. Da oben kommt noch eine Stoßtruppe. Dann setzen wir doch direkt mal ein paar Käfer rein. Hast du den Finisher? Ich sehe da irgendwie zwei gestärkte Moblins, die da stehen. Drücke L, um jemanden anzuvisieren. Das Spiel denkt sich, der Vorpostenhauptmann, das sieht gut aus. Den wollte der bestimmt anvisieren. Und den Vorpostenhauptmann, den will er bestimmt besiegen. Ja. Das sind zwei gestärkte Moblins, die sind egal. Ja. Das ist auf jeden Fall ein gestärkter, goldschweißender Gierichim. Ich mach direkt mal einen Spezialangriff gegen ihn. Weil, warum nicht? Ich kann's. Ja. Du bist wenigstens ein Lichtelement. Ja, deswegen. Hier vorne ist außerdem noch Magie, wie ich sie sehe. Und Magic! Hang! 3, 4, Combo, Boom. Nochmal Angriff. So, vorsichtig, noch Magie gegen ihn. Ja, ich habe meine Magie auch gerade angemacht. Ja, Käfer raus. Work. So. Finisher. Gucken, ob du noch zu deinem Magie-Finisher kommst. Musst du direkt A drücken, schätze ich. Wo ist er? Da vorne hängt er. Bist du dazu gekommen? Sehr gut. Diese riesige Statue. Der ist sowieso schon tot. Ja. Das macht ja auch Schaden. Da ist nichts mehr zu retten. Ja, natürlich macht das Schaden. Hat er wenigstens Material fallen lassen? Ja, er hat Material fallen lassen. Ja, er war gütig. Oh, wir haben sogar Aran geschafft. Na sowas. Wir haben auch nicht so viel Schaden genommen. Ja. Ich bin irgendwie bei 3 Herzen Schaden geblieben. Ja, ich habe 2 genommen. Und das ist unsere Stufe 2 Taktstockwaffe. Wunderbar, wunderbar. Jetzt können wir den noch irgendwann mal demonstrieren. Ja. Jetzt, wo wir einen halbwegs ordentlichen Taktstock haben. Das stimmt wohl. Ich habe noch diesen schönen Royal-Kopierstab mit Triforcen dran. Ja, den wirst du auch wohl noch eine Weile behalten, habe ich so das Gefühl. Ja, aber der ist so hübsch. Da wir so eine übermäßige Waffe für die Zelda gekriegt haben. Und Pring. Ganz viele A-Ränge. Hey, Aran. Heiliger Taktstock. Heiliger Taktstock. Ja, du heiliger Taktstock. So hätte der beim Spiel aussehen sollen. Ja. Anstatt dem normalen Taktstock des Windes. Was haben wir hier? Kombo ja, 96er Kopierstab und das und so und ja. Ganz viel Unfug, der weg kann. Ja. Moblin Großschild, yay. Gyptoschwert, Girems Schärpe, Paromas Robe. Schau mal, Volker nichts fallen lassen. Nee. Schade. Aber ansonsten haben wir richtig viel Kram. Ja, von Volker braucht man immer so viel. Boah, das stimmt, aber Volker kann ich auch im Story-Modus, falls notwendig, vermöbeln. Ja, das stimmt wohl. Und wie es aussieht, können wir hier eine weitere Stufe 1 Waffe freischalten, dieses Mal für Link. Ja, weil Link noch nicht genug Waffen hat. Allerdings müssen wir dafür erst suchen. Sehr unauffällig, was wir hier brauchen. Ja. Einmal Eispfeil auf den unauffälligen Feuerkreis Kling. Da vorne. Ring. Und wir haben eine Treppe freigelegt. Ja. Na dann, auf in die Mission. Besiege feindliche Einheiten Stufe 2, begrenzt auf Link. Ja. Das ist eine sehr komische Sache, die man da oben an der Waffe sieht. Das Ding sieht aus wie eine Bananenschale. Das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Schmeiß ich jetzt Bananenschalen auf den Boden? Donkey Kong! Ja. Donkey Kong ist hier. Da wir immer noch keinen besseren Gleiter gekriegt haben. Ärgerlicherweise. Leider noch kein Gleiter-Time, ja. Nimmst du die blaue Rüstung mal? Ja, ich nehme mal die blaue Rüstung. Kannst du mal Handschuhe nehmen? Ich wollte sagen, haben wir davon irgendwann mal
Vernünftige nicht kriegt. So richtig vernünftig, aber wir haben immerhin 104. Als Bonus. Ja, nehmen wir mal die. Ich kann ja eine starke, irgendeine starke Charakter Schrägstrich innen nehmen. Ja. Was haben wir denn an starken Charakter Schrägstrich innen? Imba hat, glaube ich, schon eine Level 3 Waffe. Zelda natürlich, Midna. Midna hat eine Level 3 Waffe? Ja, die große Midna. Die große Midna. Ich nehme wieder die große Midna einfach. Die wahre Midna. Ja. Die einzig wahre. Die einzig wahre. Itemkarten. Brauchst du Itemkarten? Im Erkundungsbildschirm des Abenteuermodus kannst du die Geheimnisse der Weltkarte aufdecken. Ja. Der Weltkarte. Welt. Ja, so viele Kompasse, wie wir haben, können wir das so zwischendurch machen, aber nicht, wenn wir sowieso wissen, wo es hingehen soll. Ja. Ja, wir haben hier jetzt ziemlich viel Kram. Da oben eine Wasserbarriere, eine Wasserfee. Ja. Die ist direkt über mir, die hole ich mir gleich. Ja, dann Schlacht beginnen. Und irgendwo muss es für mich einen Herzcontainer geben. Ich zeige euch, wozu ein Dunkelfürst in der Lage ist. Viel Glück damit, Girahim. Ja, jetzt kann ich wieder mit Ocarina of Time Steinen um mich rumschmeißen. Besiege die feindlichen Hauptleute. Ja, das übliche halt. Was haben wir denn hier? Nimbus Garden, wie süß und schick. Hey, Nimbus Garden und schick. Kämpfen wir erstmal gegen die Nimbus Garden und dann gegen schick. Ich hatte hier eine Nimbus Garden und ein Gipto. Und jetzt habe ich hier noch eine Lana. Die Nimbus Garden mich dann tatsächlich mal angreifen würde. Ah, da, die Nimbus Garden hat einmal was gemacht und schon hat sie ihre Schwachpunktleiste auf Null gekriegt. Tadam. Boah, ich mache Lana auch so relativ viel Schaden. Dafür, dass ich Blitz bin und sie Blitz ist. Ach ja, mein Handler-Zentakel. Bist du denn nicht effektiv gegen Blitz? Ist Blitz gegen Blitz nicht neutral effektiv? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache mit jedem Schlag sehr merkbar viel Schaden. Gut, ich bin auch bei 57, aber... Ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Könnte dabei mithelfen. Sagen wir mal so. Stufe erhöht. Schick ist besiegt. Mitten hat Schick besiegt. Eigentlich wollte ich hier vorne in diese Festung. Unser Feind ist mächtiger, als sie dachte. Ja. Arme Zelda, Schick. Noch mein Handler-Tentakel. Ja, mein Handler-Tentakel schießt mal wieder random durch die Gegend. Hallo, mein Handler-Tentakel. Boom, Bumerang. Schön, wenn die direkt vor einem spawnen, sodass man sie sofort niedermetzeln kann. Irgendeiner von den feindlichen Hauptleuten ist in unserem Hauptquartier. Die einzelnen Köpfe hier. Wo ist denn unser Hauptquartier? Der ganz unten rechts. Na, ja, ganz unten links. Ja, ganz unten links? Achso, das ist rot. Ja. Ich muss aber erstmal die anderen Handler-Tentakel unten links töten und danach kümmere ich mich um den Typen, der in unserem Hauptquartier rumsteht. Ach, mach das. Na. Den kann ich so lange hier oben weiter einnehmen. Haben wir noch irgendwelche anderen Handler-Tentakel? Ne, oder? Ja, doch, die hier unten eben. Ja, außer dem einen, wo du gerade hinläufst. Die anderen habe ich schon getötet. Das sind, glaube ich, immer drei und einen habe ich halt schon kaputt gemacht. Du hast eine kaputt gemacht. Ja. Und die da habe ich jetzt auch kaputt gemacht. Damit sind alle kaputt und jetzt kann ich mich um unser Hauptquartier kümmern. Irgendwas ist da oben links noch angezeigt. Ja, das wurde gerade angezeigt, dass wir alle meinen Handler-Tentakel kaputt gemacht haben. Ah, okay. Da hat er nochmal da oben angezeigt. Auch ein guter Grund. Hier ist ein Frostnachtschwärmer. Boom. Außerdem sind hier schon mal zwei Stoßtruppen an unserem Hauptquartier gewesen, wo das hier nicht reingelaufen sind. Nette Stoßtruppen. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, es ist noch zu früh fürs Reinstürmen. Ja. Warten wir noch ein kleines bisschen. Oh, hier vorne ist auch ein Gipto, den habe ich gar nicht gesehen. Schön, dass du da bist, Gipto. Ich mach da immer eine Spezialattacke. Warum bist du in deinen Attacken, während deinen Attacken angreifbar, Link? Warum? Warum? Du hast ja schon insgesamt ein Herz Schaden genommen. Geht doch nicht, du kannst doch nicht einfach Schaden nehmen. Oh, ich seh zwei Schwachpunkte leisten, aber ich wurde aus Versehen von dem Gipto gerade erwischt. Das kenne ich halt als Link so nicht, Schaden zu nehmen. Ja gut, hast halt den großen Hammer. Ja, dafür habe ich jetzt nicht die ganze Zeit den Drang, bei dem geringsten Schaden HP zu suchen. Nur um die ganze Zeit volle HP zu haben. Ja, bin ich jetzt nicht ganz so sehr darauf angewiesen, wie mit dem Master Schwert. Bei dem Master Schwert lohnt sich das ja zugegebenermaßen aber auch. Ja. Und mitten hat die Tempelschwelle schon mal erobert. Und dann Link weich aus, Link weich aus, danke. Link dachte sich, ich bleib mal wieder ein bisschen direkt in den Laserkugeln von den Frostnachtwärmer stehen und so. Mission erfolgreich. Der feindliche Feldmarschall wurde hervorgelockt. Ja gut, wir sollten erstmal noch die Kills holen und so, aber... Ich bin schon bei knapp 500 gleich, ja. Ich bin bei noch nicht mal 200. Ja, okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ja, ich hab kein Masterschwert diesmal. Und wie gesagt, ich brauch noch meinen Herzcontainer. Ja, das auch. Was, nur ein Herzcontainer oder was auch ein Herzteil? Das war nur ein Herzcontainer. Wird wahrscheinlich da sein, wo die Elementarbarriere drin ist, da du die Fee hast. Das kann gut sein, ja. Geh ich gleich runter, wenn ich hier oben die West-Templer eingenommen habe. Ja gut, dann ist da oben ja auch nichts mehr, aber lass dir Zeit. Midna hat die West-Tempelhalle erobert. So, dann habe ich jetzt einen relativ weiten Weg quer über die Karte vor mir. Ja. Die Nimbus-Garde wollte mich schon wieder während meiner Attacke angreifen, habe ich einfach meine Spezialattacke eingesetzt. Frechheit von der Nimbus-Garde. Allerdings. Wie kann sie es wagen? Ja. Wo ist denn die Fee? Da ist die Fee. Ich wollte gerade mit einem riesigen Stein um mich schleudern, die wollte mich einfach angreifen.
Frechheit. Kann ich mal so gar nicht nachvollziehen. Gehen wir dann in den Hauptquartier? Ja, so ein paar einzelne Gegner, ich mach den mal kurz kaputt. Ach, du das. Süß an Material, yay. Wie auch immer das hier fallen gelassen hat. Vielleicht habe ich das irgendwo mal vergessen. Als ich im Hauptquartier war und das verteidigt habe. Das ist sehr naheliegend. Und die Wasserbarriere wurde zerstört. Die Südfestung ist auch schon, schon so gut wie eingenommen, interessanterweise. Nur interessant. Waren scheinbar unsere Leute irgendwie mal aktiv drin. War ziemlich aktiv. Festungskommandant gesichtet. Hey, ja. Wo ist denn der Festungskommandant? Erstmal ist hier eine Nimbus-Garde, beziehungsweise zwei Nimbus-Garde. Dann kann ich meine Spezialattacke reinsetzen. Ja, so chaotische drin. Boom! Was ist gestorben? Dum, dum, dum. Ja, hier ist deine Kiste. Das ist sehr schön. So, Material erhalten. Na gut. Dann würde ich sagen, jetzt wo wir die Kiste gefunden haben, können wir mal wieder eine kleine Pause zwischendurch machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es einen Herzcontainer einzusammeln gibt. Und eine neue Bananenschale zu finden gibt als Waffe für Link. Bin gespannt. Ich auch. Bis dahin. See ya. Aloha.